Noch nie war der US-Aktienmarkt so teuer wie derzeit und nie ist ja eine ziemlich lange Zeit, würde ich sagen, wenn man in der Börsengeschichte zurückgeht. Zumindest ist das alles so gemessen am sogenannten Buffett-Indicator, also an einem Indikator, der bemisst, wie ist die Marktkapitalisierung des gesamten amerikanischen Aktienmarkts in Relation zum BIP der USA. Das ist eine sehr vernünftige Größe, weil man dann sehen kann, wie sozusagen Assets im Vergleich zur Wirtschaftsleistung bewertet sind. Und das alles trotz hoher Zinsen, trotz Zinsen von über 5, irgendwas Prozent, 5,25 bis 5,5 ist so derzeit der Zinssatz in den USA. Und der Aktienmarkt, die US-Aktienmärkte stehen fast 30% höher als zu dem Zeitpunkt, als die Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Eigentlich komplett absurd. Und wir wollen uns die Situation einmal anschauen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir diesen Warren Buffett Indicator, der jetzt 195% erreicht hat. Damit sind wir über dem Hoch, welches wir erreichten, als die Fed in Reaktion auf Corona damals die Zinsen auf Null senkte und Liquidität ins System spülte. Hier gemessen am Wilshire 5000, also praktisch alles, was an Aktien in den USA nicht schnell genug auf den Baum kommt, also alle Aktien in den USA, aber faktisch ist es so, dass die meisten Aktien in den USA eher schwach sind und wahrscheinlich den Abschwung der Wirtschaft reflektieren. Das alles aber wird kaschiert durch die Dickfische, durch die Tech-Aktien. Gestern Apple jetzt das erste Mal oder als erste Firma mit einer Marktkapitalisierung über 3,5 Billionen geschlossen. Nicht viel dahinter kommt Microsoft, der auch nie wieder ist bei 3,2 Billionen Dollar. Gestern übrigens Umsätze unfassbar niedrig. Wir hatten gestern im SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, 27 Millionen Kontrakte. Das ist der geringste Wert seit dem 24. Dezember 2019, also seit Weihnachten 2019. Das ist mit auf jeden Fall der geringste Umsatz an einem vollständigen Handelstag, muss man sich mal vorstellen, obwohl ja gestern Jerome Powell gesprochen hat, und da schauen die Märkte ja schon hin. In der Summe sehen wir eben, dass der Leitindex S&P 500 vorm auch der Nasdaq weiter ansteigen, aber die Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt sind, immer weiter nach unten gehen, normalerweise ein ziemlich klares Warnsignal. Und hier sehen wir das, 28% höher sind wir jetzt als zu dem Zeitpunkt, nämlich dem 16.03.2022, als die US-Notenbank begann, erstmals die Zinsen anzuheben. Und das hat sie ja dann ein bisschen was öfter gemacht, und gestern Jerome vor dem Bankenausschuss des Senates hat er gesagt, na, schauen wir da mal, gibt nicht nur Inflationsrisiko. Damit meinte er implizit, das haben die Märkte aber so ein bisschen überhört, wie mir scheint, ein Rezessionsrisiko. Also die Herrschaften wissen, dass die Wirtschaft in den USA abschwingt, aber er hat sich alle Optionen eben offen gelassen. Implizit ausgeschlossen, dass es im Juli, also praktisch in 3 Wochen roundabout, bei der nächsten Sitzung der Fed schon eine Zinssenkung geben wird. Er hat hier gesagt, die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt haben sich abgekühlt, bleiben aber stark, und diese Abkühlung könnte auch damit zusammenhängen, hochinteressante Beobachtung von Bob Elliott, dass derzeit weniger Migranten es schaffen, in die USA zu kommen. Wir sehen, im letzten Monat waren es nur 84.000, deutlich, deutlich weniger als etwa zu Beginn des Jahres. Das geht also kontinuierlich nach unten. Offenkundig ist die Biden-Administration jetzt etwas bemühter, diesen Influx von Migranten ein bisschen einzudämmen, angesichts eben der sich jetzt aufheizenden Wahlkampfphase. Aber das hat natürlich Konsequenzen, denn wenn weniger Migranten kommen, dann könnten auch die Löhne bald wieder steigen in den USA. Das ist also praktisch ein, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Es sind ja auch die Migranten, die praktisch diese neuen Stellen bekommen haben, wie wir gesehen haben. Aber das könnte erklären, warum zum Beispiel jetzt die Arbeitslosenquote auch angestiegen ist. Hochinteressante Beobachtung, wie ich finde. Und das alles im Umfeld einer wirklich sich deutlich abschwächenden Wirtschaft. Nicht nur der Bloomberg Economic Surprise Index ja schwer unter Druck, wie schon mehrfach von mir betont, sondern wir sehen hier auch die Zahl der Bankrotte in den USA, 75 jetzt im Juni, das ist der höchste Wert seit vielen Jahren. Wir hatten einen hohen Wert mal 2020 in Corona bei 74.
Aber das ist schon eine Menge Holz, und wenn wir uns anschauen, was genau da los ist, dann sehen wir, dass vor allem Consumer Discretionary, also Dinge, die man sich leisten kann, aber nicht leisten muss, was weiß ich, ein Auto, nicht wahr? Sie kaufen sich ja nicht jeden Tag ein Auto, also meistens, die meisten von Ihnen nicht, würde ich mal vermuten. Healthcare, Industrials und dann Information Technology sind die am stärksten betroffenen Branchen, interessanterweise. Aber wir sehen, dass wir hier jetzt im ersten Halbjahr doch den höchsten Wert haben seit, sogar höher als in Corona, seit 2000, ja, keine Ahnung, seit wahrscheinlich dem Jahr 2010, als noch viele im Gefolge der Finanzkrise wohl pleite gingen. Also wir sehen, da tut sich was, da sind diese hohen Zinsen bereits ein Problem. Je länger diese hohen Zinsen der Fall sind, umso mehr Firmen kommen in Schwierigkeiten, umso mehr Konsumenten kommen in Schwierigkeiten, weil bestehende Kreditverträge, die noch zu niedrigen Zinsen abgeschlossen werden konnten, auslaufen, und dann muss man neu refinanzieren, und das zu anderen Zinsen. Das genau ist das Problem, und das zeigt sich möglicherweise auch am Aktienmarkt. Hier sehen wir mal den S&P 500 in Relation zum Equal Weight, also wo alle Aktien gleichgewichtet sind, der geht massiv nach oben. Mit anderen Worten, es ist so, dass eben Marktkapitalisierung das entscheidende Kriterium ist, während der breite Markt schwach ist. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt diese Magnificent 7, 33,4% des S&P 500. Auch das ist ein Rekord, meine Damen und Herren. Und alles ist KI, 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 KI. Und wird damit gerechtfertigt. Goldman Sachs ja gestern, oder ich hatte gestern schon darauf verwiesen, aber ich will es nochmal tun, weil da wirklich interessante Punkte kommen. Hier sagt man, okay, das wird jetzt vielleicht nicht so krass wie jetzt bei den Blasen der Dotcom-Blase, aber es wird natürlich wehtun, denn die haben sehr viel Geld investiert, die Firmen, und sie werden das wahrscheinlich nicht wiedersehen. Man schätzt nämlich bei Goldman Sachs, dass man in den nächsten Jahren etwa $1 Billion investieren wird, und dann kommt eben dieser geniale Satz, die zentrale Frage ist, wo ist das $1 Billion Problem, das KI lösen wird. Das heißt, bisher ist eben keinerlei Anwendung in Sicht, die diese Ausgaben in irgendeiner Form wieder reinspielen könnte. Und das ist eben wahrscheinlich der zentrale Punkt. Es ist aus meiner Sicht nur die Frage, wann und nicht ob die Märkte das irgendwann mal raffen werden. Noch aber dominiert der Optimismus, und das hat auch mit Mechanik zu tun. Viele müssen dann mit Institutionellen, die sagen, ich kann es mir nicht leisten, den Wahnsinn nicht mitzuspielen, weil mich dann die Anleger fragen, ja, wo warst du denn da? Und jetzt haben wir wieder vielleicht heute frische Nahrung für diese Goldgräberstimmung, denn TSMC, die Taiwanesen, mit den Zahlen, die besser waren als erwartet, jetzt für die Chip-Sales im Juni. Und das zeigt also, dass die Goldschaufelverkäufer natürlich ein bombiges Geschäft machen, nur die Goldsucher bisher noch nicht so fürchterlich erfolgreich sind. Das hat also nicht viel mit dem Goldfinden zu tun, was wir hier erleben, sondern es zeigt eben den Hype und den Boom und die Hoffnung, dass da was gefunden wird, wenn also die Schaufelverkäufer gute Geschäfte machen. Und inzwischen jetzt Insider-Tipp, meine Damen und Herren, vielleicht können Sie da auch noch investieren, Al-Qaida, die Terrorgruppe, die hat sich jetzt entschieden, sich umzubenennen in AI-Qaida, und mal eben 1 Milliarde an Kapital damit sich reinzuholen. Kleiner Scherz am Rande, der aber natürlich so ein bisschen den Wahnsinn auf den Punkt bringt. Und wenn wir schon von schwierigen Verhältnissen reden, dann sprechen wir auch von Joe Biden, der ja gesagt hat, er will auf jeden Fall antreten, und es wäre nur Gott, der ihn davon abhalten kann. Jetzt sagt die Rabobank so ein bisschen satirisch, naja, Gott wird dann sich in Gestalt der Opinion Polls und der Voters ausdrücken. Mit anderen Worten, er wird abgewählt und hat eigentlich keine Chance mehr. Selbst die New York Times, die ja den Demokraten sicherlich nahesteht, die sagt, hör auf, Biden, denn du hast keine Chance gegen Trump. Damit erhöht sich aus Sicht der New York Times das Risiko eben, dass Trump dann Präsident werden wird. Ein Buddy von Trump ist doch eher der Elone, der Elon Musk. Wir haben ja jetzt diese 10-Tages-Gewinnstrecke bei Tesla. Das hat Shorties böse erwischt.
Und das Interessante ist, dass wir ein massives Anziehen von Optionsvolumina sehen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Und das hat wahrscheinlich mit Elon Musk und Kumpels zu tun, die sozusagen hier diesen Short Squeeze organisieren. Pech hatte, wer auf der anderen Seite steht. Ein völlig vernünftiger Gedanke. Tesla ist im Grunde ein Unternehmen, das absolut im Down-Move ist. Schauen wir uns nochmal die Absatzzahlen an, die etwa Tesla erzielt. Aber dann kriegen wir natürlich zu hören, na, Tesla ist keine Autofirma, ne? Ja, was ist es dann? Ja, die machen Robotaxis vielleicht, gell? Die sind schon seit 20 Jahren versprochen, aber halt noch nicht da. Und dann fliegen wir auf den Mars ein bisschen, vielleicht mit Robotern oder so, gell? Aber ist keine Autofirma, ne? Ganz sicher nicht. Jedenfalls hat es die erwischt und das Ganze ist kein Zufall. Ähnliches hat Elon Musk oder die Seinen schon 2021 gemacht. Da gibt es bestimmte Einheiten, die dafür sorgen, die mit der Tesla-Firma assoziiert sind. Und der gute Jeff Bezos, der sagt sich, okay, ich verkaufe jetzt mal, guter Zeitpunkt, der hat jetzt über 8,3 Milliarden Dollar verkauft in diesem Jahr von Amazon. Und jetzt hat er nochmal 863 Millionen oben drauf gelegt. Hier ein Kommentar. Megacap-CEOs wissen, wie eine Blase aussieht und handeln entsprechend. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, eine ziemlich miserable Wirtschaftsentwicklung. Mindestens seit Juni geht dieser Bloomberg Economic Surprise Index deutlich nach unten. Und das, was die Märkte vielleicht jetzt vor der anstehenden Berichtssaison noch nicht so richtig durchgeholt haben, ist, dass natürlich eine sich abschwächende Wirtschaft wahrscheinlich auch dann auf die Gewinne der Unternehmen eine Abstrahlung haben wird. Und so sagt etwa die Bank of America. Also historisch bedeutet das, dass wir auch dann bei den Gewinnen der Unternehmen Probleme sehen, dass die enttäuschen könnten. Wie gesagt, am Freitag beginnt ja die US-Berichtssaison. Und wenn wir jetzt den Bogen schlagen nach China, dann haben wir neue Daten zu der Preisentwicklung. Annual 0,2%, aber zum Vormonat sind die Preise weitergefallen. Bei den Erzeugerpreisen PPI sind die Preise so oder so negativ. China also in einer Deflation, das zeigt ein Nachfrageproblem. Nachfrageprobleme haben immer mit der Demografie zu tun und mit einem Immobilienmarkt, der das zentrale wirtschaftliche Nadelöhr ist in gewisser Weise. Und hier Wanke, diese Immobilienfirma hat jetzt 1,2 Milliarden Dollar Verlust gemacht, weil eben der Hausmarkt nicht funktioniert. Und an dem hängt eben so ziemlich alles. An dem hängen die Banken, an dem hängen Immobilienfirmen, an dem hängt das Wohl und Wehe des Konsumenten. Das ist sozusagen seine Kreditkarte, könnte man sagen. Je werthaltiger das Haus wird, umso mehr kann er konsumieren. Und andersrum, jetzt interessant auch, dass Yen und Yuan, also die japanische und die chinesische Währung, sich immer paralleler verhalten zum US-Dollar. Interessante Bemerkung. Let's come to Europe, meine Damen und Herren. Da ja jetzt wird konkreter, dass die linke Volksfront, also die Einkommensteuer, etwa bei 90% haben will für alle, die über 400.000 Euro im Jahr verdienen. Das sind sicherlich Gutverdiener, aber sind jetzt nicht zwingend mega reiche, würde ich mal sagen. Wenn Sie mit Bankern sprechen, dann sagen die hier auch in Deutschland oder auch in den USA, wir haben Leute, die richtig gut verdienen, aber die echte Probleme haben, aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls scheint die französische Elite da in Panik zu geraten und die fragen jetzt ihre Vermögensverwalter, sollen wir nach Italien oder in die Schweiz umsiedeln, wo man vielleicht sprachlich besser hinkommt. Hier ein großer Bericht in der Daily Mail jetzt heute darüber. Und das wird natürlich super funktionieren, wie hier Diego Fasnacht zeigt. Das ist der Kommunismus des 21. Jahrhunderts. Der Mensch wird seine eigenen Fähigkeiten enteignet und hat fast nur noch dem Staat zu dienen. Das ist sozusagen eine Form der Knechtschaft. Und Mélenchon etwa, der fordert sogar eine Einkommensteuer von bis zu 100%. Also es wird immer irrer und wir haben ja in der Geschichte hinreichende Belege dafür, dass eine solche Politik eben nicht zu mehr Gerechtigkeit und Wohlstand der breiten Bevölkerung führt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es werden alle gleichmäßig ärmer, nur ein paar wenige profitieren von dem System. Und interessant auch,
wenn wir jetzt mal ins Geopolitische auch wechseln und bei Europa aber bleiben, dass die Saudis offenkundig die G7-Staaten gewarnt haben. Also wenn ihr hier russische Assets beschlagnahmt, russische Vermögen im Ausland beschlagnahmt, was ja passiert ist, dann werden wir keine Staatsanleihen mehr von euch kaufen. Das heißt, dass eben dadurch möglicherweise auch ein Faktor gegeben ist, dass die Renditen weiter steigen. Hochinteressant, diese Verknüpfungen. Kommen wir nochmal abschließend nach Deutschland. Heute ja das Spiel England gegen Netherlands und da muss die Niederlande jetzt die Piqueur absagen, weil die Deutsche Bahn es mal wieder nicht hingekriegt hat. Man soll ja nicht sagen, dass das nicht irgendwie typisch wäre derzeit. Gell? Also ich glaube, die Europäer haben gelernt, dass wir uns Deutschen durchaus verändert haben. Ne? Also Pünktlichkeit und solche Geschichten, die sind jetzt nicht mehr so. Zuverlässigkeit geht, das war einmal, das ist vorbei. Und wir sehen dann auch Meldungen wie Volkswagen, die jetzt den Ausblick gesenkt haben. Audi prüfte die Aufgabe eines Werkes, das eben für E-Fahrzeuge oder das E-Fahrzeuge produziert. Das zeigt so ein bisschen das ganze Dilemma. Die Autochefs haben sich bereitwillig erklärt, ja, wir machen mit, wir werden keine Benziner mehr produzieren, aber dabei vergessen, dass sie damit vielleicht ihre Firma gegen die Wand fahren. Und der deutsche Strommarkt fährt derzeit die Konsumenten ein bisschen gegen die Wand. Warum? Weil wir haben überall die gleichen Strompreise. In vielen, in fast allen Ländern sind die Strompreise regional organisiert. Warum? Weil eben zum Beispiel dort, wo viel Strom produziert wird, der Strom normalerweise günstiger sein müsste als dort, wo es nicht passiert. Bei uns passiert das nicht. Deswegen hat Schweden gesagt, nein, wir bauen hier keine Stromleitung nach Deutschland, weil das ein instabiles System ist, das sozusagen immer ausgeglichen werden muss. Da machen wir nicht mit und deswegen wäre es wirklich wichtig, hier einen marktwirtschaftlichen Strompreis einzuführen. Das ist ein Punkt, denn Strom ist natürlich zentral für Firmen etc. und auch für Konsumenten und hier Steuerzahlerbund, mehr als die Hälfte des Einkommens geht an öffentliche Kassen, 52,6% des durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushalts geht an den Staat, etwa für eine weitgehend gescheiterte Energiewende, Migrationskosten, Entwicklungshilfe, die sprichwörtlichen Radwege in Peru und so und dann irgendwelche Projekte in China, die gar nicht existieren, wie unsere wunderbare Ministerin von den Grünen weiß, Demokratieförderung und so weiter und so fort. Also es ist schon ein Stück weit absurd. Und die EZB verärgert über das, was Lindner gesagt hat, nämlich hier nicht den Franzosen helfen, wenn da die Renditen steigen. Das ist hochinteressant und empfehle ich erstmal als Lektüre. Bitte gerne weiterempfehlen als erste Empfehlung. Und dann diese Geschichte mit Saudi-Arabien. Was die Herrschaften, die Mullahs da konkret gesagt haben und was sie implizit angedroht haben, ist auch hochinteressant. Zweite Empfehlung und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, wenn Sie all diese Grafiken sehen wollen oder nicht verlieren wollen, weil Sie sonst meine hässliche Visage nochmal anschauen müssen, um sich das Video anzuschauen, das können Sie vermeiden, wenn Sie zum Beispiel sich den Twitter-Kanal von Finanzmarktwelt anschauen. Einfach vielleicht googeln, Twitter, finanzmarktwelt.de. Da ist das, was ich Ihnen hier an Grafiken präsentiere, täglich bei jedem Video praktisch vorhanden. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao.